Der Po ist nicht nur Italiens längster Fluss, sondern auch dessen größtes Reservoir an Frischwasser. Doch nun ist er über weite Strecken nahezu versiegt, wegen der Dürre, unter der Norditalien seit Wochen leidet. Das hat auch verheerende Auswirkungen für die Po-Ebene mit ihrem fruchtbaren Ackerland. Die Regierung in Rom hat deshalb jetzt für 5 betroffene Regionen den Notstand erklärt. Verona in Norditalien. Auch die 250.000 Einwohner hier müssen den Wasserverbrauch stark einschränken. Gärten dürfen nicht mehr mit Trinkwasser gegossen werden. Brunnen sind abgestellt. Schwimmbäder bleiben leer. Bei Verstößen drohen bis zu 500 Euro Bußgeld. Die Wasserbeschränkung ist richtig, aber die Bußgelder sind übertrieben. Wir versuchen bereits, die Kinder dahingehend zu erziehen, achtsam zu sein. Das ist ihre Zukunft. Weil die Regierung gestern den Notstand für 5 Regionen beschlossen hat, können die Kommunen nun leichter Sofortmaßnahmen zum Wassersparen beschließen. Und mehr als 36 Millionen Euro stellt die Regierung bereit. Diese sollen nun beispielsweise in Pumpen investiert werden, um die Bewässerung von Feldern kurzfristig sicherzustellen. Mit 30% Ernteausfall rechnet der italienische Bauernverband, denn schon im Winter hatte es kaum geregnet und seit dem Frühsommer ist es außerordentlich warm. Diese Auswirkungen der allgemeinen Erderwärmung treten nach einer aktuellen Studie des Potsdamer Instituts für Klimafolgenforschung in Westeuropa gehäufter und stärker auf als in vielen anderen Regionen der Welt. Wasser wird also in Italien in Zukunft noch wertvoller werden. Abwasser stellt eine Ressource dar. Wir müssen es öfter reinigen und es so besser in den Zyklus aufnehmen. Es gibt hier viele Handlungsmöglichkeiten, die wir haben und die jetzt begonnen werden müssen. In Italien, aber auch auf der ganzen Welt. Weitere Auswirkungen der Trockenheit sind auch Waldbrände, die, so wie gestern in Rom, immer wieder nah an Ortschaften rücken. Italien bereitet sich auf einen schwierigen Sommer vor.